Hallo, ich heiße Axel und komme aus der Nähe von Köln. Peter Webers Beitrag "Schluss mit der Kuschelpolitik" vom 2. August hat mich traurig und wütend gemacht. Vor allem auch über mich selbst, dass auch ich es seit Jahren klaglos hinnehme, wie unsere zivilisatorischen Errungenschaften in Deutschland Stück für Stück zerstört werden. Oder besser gesagt, wie wir sie selbst durch Nachgiebigkeit Stück für Stück aufgeben. Ja, man sagt zwar, der Klügere gibt nach, aber man kann auch so lange nachgeben, bis man am Ende der Dumme ist. Der Riss, der durch Deutschland geht, verläuft meiner Meinung nach nicht zwischen rechts und links, deutsch und nicht deutsch, christlich und nicht christlich, sondern zwischen zivilisiert und gewalttätig. Momentan ist es jedoch leider so, dass in Deutschland immer weniger das geschriebene Gesetz als vielmehr das Gesetz der Straße, das vermeintliche Recht des körperlich Stärkeren gilt. Das möchte ich nicht länger hinnehmen. Wer sagt denn, dass eine liberale Gesellschaft ein Sumpf aus Kriminalität sein muss? Ich möchte mich dafür einsetzen, dass die zivilisierte Seite wieder die Oberhand gewinnt. Deshalb unterstütze ich Hallo Meinung. Hauchen wir der wehrhaften Demokratie endlich wieder Leben ein. Seien wir die Klügeren, die nicht mehr nachgeben.